Ja, hallo. Heute ist der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen und wir sind wieder mit dabei, weil es ein sehr, sehr wichtiges Anliegen für uns ist. Und es ist gleichzeitig der zweite Teil unserer Predigtreihe über das Thema Stadt. Wir haben überlegt, was steht in der Bibel alles dazu drin, haben versucht, das ein bisschen aufzudröseln. Letzten Sonntag habt ihr schon so eine ganz tolle Einführung bekommen zu diesem Thema: Gott liebt die Stadt. Die Stadt ist die Zielscheibe der Liebe Gottes, in ganz besonderer Weise auch unsere Stadt, in der wir leben. Wir dürfen sie auch lieben, das ist völlig okay und so. Heute geht es um ein bisschen schwierigeres Thema: Gott zieht die Stadt zur Verantwortung. Und wir werden mal gucken, wie wir da die Brücke schlagen zum Thema Gebet für Verfolgte. Nächsten Sonntag freuen wir uns schon drauf. Da ist dann die Herausforderung: Wie können wir mitbauen an einer besseren Stadt? Wie können wir uns einbringen zur Verbesserung der Verhältnisse, in denen wir leben und Menschen um uns herum und so? Und am letzten Sonntag dann Stadt in Vollendung. Das Thema Stadt zieht sich durch die Bibel, auch das Thema Gott zieht die Stadt zur Verantwortung. Wir finden es im ersten Buch der Bibel und im letzten Buch und an etlichen Stellen dazwischen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte vom Turmbau zu Babel. Das ist die erste große Stadtgeschichte in der Bibel, wo Menschen sich zusammengetan haben. Und da ist dieses Ambivalente, was Stadt auch oft ausmacht, schon so richtig drin. Hey, wir können was. Es ist so ein bisschen Größenwahn dabei. Wir wollen sein wie Gott. Wir bauen einen riesigen Turm und zeigen, was wir drauf haben und so. Und ihr wisst, wie Gott dann da reingeht und Sprachen verwirrt und da so ein bisschen die Bremse reinhaut, weil es schon von Anfang an eine schwierige Entwicklung ist. Letzten Sonntag hat Julian uns mit reingenommen in diese Ninive-Sache. Jona, der Prophet Jona, bekommt den Auftrag, Ninive Gericht zu predigen, weil Gott nicht gefällt, was in dieser Stadt passiert, weil da so viel Gottlosigkeit da ist, so viel Böses passiert. Gott gibt Jona den Auftrag: Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das ist einfach oft so ein Thema, wenn es um Stadt geht, dass Gott vieles nicht gefällt, was da drin passiert. Und im Grunde hat sich daran bis heute nicht viel geändert. Wir haben unheimlich viele große Städte heute auf der Welt. Es gibt viel größere als je zuvor, nicht unbedingt in Deutschland, obwohl die auch schon ganz schön großstadtmäßig sind, aber es gibt ja noch viel, viel Größeres, und was da in Städten läuft, ist ein Thema. Stadt hat viel Positives, Stadt ist Motor für Entwicklung und so weiter. Vieles, was neu kommt, kommt zuerst in den Städten, aber Stadt hat eben auch diese Schattenseiten. Und wenn wir das genau anschauen, dann gibt es eigentlich drei große Probleme, die mit Städten verbunden sind. Das eine ist, die Gottlosigkeit in Städten ist oft besonders stark. Das zweite ist, da passiert sehr viel Schlimmes, sehr viel Böses. Das ist so kulminiert zu finden in Städten. Und das dritte ist, dass auch Christen es oft besonders schwer haben in Städten und dass Verfolgung oft in Städten auch am schlimmsten ist. Und das ist einfach so. Ihr wisst, auf dem Land ist oft heile Welt noch so ein bisschen. Auch für viele, für die Kirchen ist es oft so ein bisschen leichter, auf dem Land klarzukommen. In den Städten ist es viel, viel schwerer. In den Städten ist es oft der Trend, dass Leute weniger in die Kirche gehen. Und da zeigt sich, wer wirklich motiviert ist. Der französische Soziologe Le Bas, der hat vor vielen, vielen Jahrzehnten eine Untersuchung gemacht zum Bevölkerungswechsel von der Normandie nach Paris. Das ist in Frankreich so, also in Frankreich wollen, gibt es eine große Stadt, das ist Paris, alle wollen nach Paris, das ist schon lange so. Und er hat es untersucht und hat festgestellt, interessant, was das mit den Leuten macht, wenn sie umziehen von der Normandie nach Paris. Die Normandie ist die frömmste Ecke in Frankreich. Frankreich ist überwiegend katholisch und das ist nicht leicht für die katholische Kirche in Frankreich. Eine sehr säkularisierte Gesellschaft schon, aber in der Normandie klappt es noch am besten. Da sind die Leute noch am frömmsten. Und dann hat er festgestellt, wenn die nach Paris ziehen, dann ist alles anders. Und er hat so gesagt, das war natürlich eher so ein Joke, aber vielleicht gibt es am Gare du Nord, das ist dieser Bahnhof im Norden von Frankreich, wo die alle angereist sind, so eine Art magisches Pflaster.
wenn du da drüber gehst, dann wird aus einem ganz frommen, gehorsamen Katholiken auf einen Schlag ein Mensch, der nie mehr in die Messe geht und der sich überhaupt nicht mehr für Religion interessiert. Denn so verhalten sich diese Leute, die aus der Normandie gekommen sind, plötzlich in Paris. Und das ist so ein Stadtphänomen, dass Leute tatsächlich, das kennen wir vielleicht auch, ihr kennt vielleicht auch Leute aus eurem Umfeld, zum Studieren, wenn sie in irgendeine andere Stadt ziehen oder so, plötzlich gehen sie innerlich auf Distanz zur Gemeinde, zu Gott, zum Glauben und so. Echt verrückt. Und da zeigt sich eigentlich, wo kommt eigentlich unsere Motivation her, wie tief sitzt es und so. Aber das ist so ein Phänomen, was wir an Städten feststellen können. Die Gottlosigkeit, dieser Trend, sich von Gott abzusetzen, ist auf den Städten größer als auf dem Land. Ein zweiter Trend ist, in Städten passiert sehr, sehr viele Dinge krass, die auf dem Land nicht so stark sind, wenn es um das Thema geht, ja, wie entwickelt sich die Moral? Wie bekommt das Böse Raum? Ihr wisst es alle, Städte sind der Ort, wo das organisierte Verbrechen einfach grassiert, da werden die fetten Drogen umgeschlagen, da gibt es ganz viel üble Geschäfte mit Menschenhandel, mit Zwangsprostitution, all diese Dinge. Mich hat es sehr berührt, als ich vor ein paar Wochen mich nochmal mit auseinandergesetzt habe und bei diesem Walk for Freedom mitgelaufen bin, bei dieser Demo. 15 Milliarden schätzt man allein in Deutschland werden jedes Jahr mit Sexgeschäften umgesetzt, mit Prostitution, und 80% der Leute, die darin arbeiten, werden dazu gezwungen, schätzt man. Es ist ein schreckliches Unrecht, was da passiert. Und es ist vor allem in Städten angesiedelt. Das sind einfach so die Zusammenhänge. Und die Verlockungen, denen wir ausgesetzt sind, auch Dinge zu tun, die nicht gut sind, die sind in Städten einfach nochmal viel stärker als auf dem Land. Auch das gehört zum Phänomen Stadt. Und der dritte Punkt ist der, dass in Städten und allem, was damit zusammenhängt, eben oft auch der Druck größer ist. Den Glauben zu verleugnen, den Glauben nicht richtig zu leben, Nachteile, Verfolgung, Spott, Hohn und so weiter ist ein viel größeres Thema. Und das finden wir auch schon in der Bibel interessanterweise, vor allem im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Da geht es kapitelweise darum, dass die große Stadt, die hat da einen Namen, die heißt da Babylon, aber es ist nur ein Deckname für Rom, für die größte Stadt der damaligen Zeit und für dieses ganze Weltreich, was mit Rom zusammenhing. Rom war ja gleichzeitig eine riesige Stadt und gleichzeitig ein totalitäres Regime, eine Weltmacht, wie diese Stadt von Gott zur Rechenschaft gezogen wird. Und das wird vom Propheten Johannes, vom Seher Johannes, so im Vorausgriff so erzählt, als ob es schon passiert wäre, obwohl alle wussten, Rom geht es noch prima im Augenblick. Und er beschreibt den Untergang von Rom mit folgenden Worten. Wie schrecklich für diese große Stadt. Sie war schön wie eine Frau, die in feinstes Leinen aus Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold und kostbaren Steinen und Perlen geschmückt ist. Und in einer einzigen Stunde ist der gesamte Reichtum der Stadt verschwunden. Und jeder Steuermann und Kapitän der Handelsschiffe und all ihre Matrosen blieben weit entfernt stehen. Sie weinten, als sie den Rauch aufsteigen sahen und sagten, welche Stadt auf der ganzen Welt war so großartig wie diese? Und sie streuten Staub auf ihre Köpfe, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und sagten, wie schrecklich für diese große Stadt. Durch ihren großen Reichtum hat sie uns alle, die wir Schiffe auf dem Meer haben, reich gemacht, und nun ist alles in einer Stunde verschwunden. Das ist so im prophetischen Vorweggriff gesehen. Und dann heißt es, aber du, Himmel, freue dich über ihr Schicksal. Und alle, die ihr zu Gott gehört, und ihr Apostel und ihr Propheten sollt euch freuen, denn Gott hat sie um euretwillen gerichtet. Dann hob ein mächtiger Engel einen Felsbrocken auf, der so groß war wie ein Mühlstein. Er warf ihn ins Meer und rief, Babylon, du große Stadt. Die große Stadt wird so gewaltsam wie dieser Felsbrocken hinabgestürzt werden und für immer verschwinden. Das alles wird geschehen, weil deine Händler die Großen der Erde waren und weil die Völker durch deine Zauberei verführt wurden.
In den Straßen Babylons wurde das Blut der Propheten vergossen und das Blut derer, die zu Gott gehören. Sie war es, die überall in der Welt Gottes Volk umbrachte. Das ist ein Gedanke, den Johannes so formuliert in der Offenbarung. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, da war das noch Zukunftsmusik. Und es war trotzdem wichtig, dass er festgehalten hat, weil aus diesem Gedanken die Christen in der damaligen Zeit ganz viel Trost bekommen haben. Sie wussten, wir gehen gerade durch eine ganz, ganz schwere Zeit und damals war wirklich Christenverfolgung im Römischen Reich. Viele hatten schon mit dem Leben bezahlt für ihren Glauben. Andere haben in ständiger Angst gelebt. Sie wussten nicht, wann sie von ihren Nachbarn denunziert werden, wann sie entweder ein Opfer bringen müssen für den Kaiser, um zu zeigen, dass sie nicht an Jesus glauben. Jesus verfluchen mussten sie teilweise, um dem Tod zu entgehen. Und all diese Dinge waren damals ganz, ganz real und lebendig. Und dieser Gedanke, der war einfach wichtig, dass die Christen gespürt haben, hey, auch wenn es gerade jetzt so schwer ist, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das zu Ende geht, bis Gott diesem Staat, dieser Stadt ein Ende macht. Und es ist interessant, es ist hier von Babylon die Rede. Warum heißt es Babylon? Ich denke, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, es wäre einfach zu gefährlich gewesen, da Rom reinzuschreiben. Weil natürlich auch die Leute, die dieses Buch gelesen haben, verbreitet haben, geschrieben haben, total gefährdet waren. Das andere ist, es ist eben auch ein Symbol für dieses Phänomen Stadt allgemein, für viele, viele Großstädte dieser Welt bis heute. Es ist ein Symbol für totalitäre Staaten, die übergriffig sind, die keine Religionsfreiheit gewähren, die den wahren Glauben unterdrücken. Und all diesen Mächten gegenüber wird hier gesagt, eure Zeit ist begrenzt, irgendwann wird es zu Ende gehen. Und Gott wird uns nicht immer durch diese schweren Zeiten gehen lassen. Irgendwann kommt der Tag, an dem er uns aufrichtet, an dem er unsere Tränen trocknet, an dem die geschundenen und verfolgten Christen wieder bessere Zeiten sehen werden. Das ist die Hoffnung, an die wir glauben dürfen. Und deshalb ist es heute auch einfach für uns dran, dass wir uns daran erinnern, uns geht es hier prima, wir haben viele Privilegien in Deutschland, wir merken, der Wind wird ein bisschen rauer, der uns entgegenweht als Christen, aber es ist noch total harmlos verglichen mit dem, was unsere Geschwister in anderen Ländern erleben, an anderen Orten erleben, und wir wollen heute besonders für sie beten, uns an ihre Seite stellen. Nächsten Sonntag überlegen wir dann, was wir auch Gutes tun können in der Gesellschaft, in der wir leben, an dem Ort, an dem wir leben, in dem Land, in dem wir leben. Aber heute geht es vor allem darum, dass wir uns auf die Seite derer stellen, die durch schwere Zeiten gehen als Christen. Und das wollen wir tun. Ich habe als zentrale Idee noch formuliert, es ist nichts verborgen, das Gott nicht ans Licht bringen wird. Vieles sehen wir noch nicht heute. Es ist wirklich so, dass heute an vielen Stellen Gottlosigkeit und das Böse und Unterdrückung und Verfolgung triumphieren, aber es wird zu Ende gehen und Gott wird sein Licht über alles erscheinen lassen. Richte dein Leben darauf aus. Wir wissen, was kommen wird. Wir wissen, dass das, was uns heute oft so vor Augen steht, nicht das letzte Wort haben wird, sondern dass Gott am Ende alles gut machen wird und dass er das Leid auch der Verfolgten beseitigen wird. Und lasst uns heute schon dafür eintreten. Ich möchte gern beten mit uns, vielleicht steht ihr auf dazu. Und dann wird Sandy uns erklären, wie wir konkret dann in das Gebet für die Verfolgten reingehen. Herr, wir wissen, dass wir in einer schlimmen Zeit leben und dass vieles in dieser Welt nicht so ist, wie es sein sollte, dass an vielen, vielen Stellen und ganz besonders in den großen Städten oft die Gottlosigkeit triumphiert, Menschen sich abwenden von dir, Menschen sich emanzipieren wollen von dir und es irgendwie selber hinkriegen wollen und dass das Ergebnis oft viel Leid ist und viel Katastrophen und vieles, was kaputt geht, viel Böses, was einfach um sich greift. Und ein Begleiterschein davon ist oft auch, dass Leute, die an dich glauben, einen sehr, sehr schweren Weg gehen, dass sie
es wirklich hart haben, dass sie unterdrückt werden, dass sie vielleicht eingesperrt werden, dass sie vielleicht um ihr Leben fürchten müssen. Und heute wollen wir uns ganz besonders an die Seite der verfolgten Christen stellen. Und ich bitte dich darum, dass du es zu einem Thema machst für uns, das uns regelmäßig begleitet. Und auch wenn wir jetzt miteinander beten, dann bitte ich dich darum, dass das nicht irgendeine Pflichterfüllung ist für uns und muss, weil man es halt einmal im Jahr macht oder so, dass es uns wirklich ganz, ganz nahe geht und dass wir in eine echte innere Verbindung kommen mit unseren Geschwistern auf der anderen Seite des Globus und dass du wirklich uns, unsere Herzen berührst und uns mit hineinnimmst und an ihre Seite wirklich stellst, dass wir das spüren, dass wir eins sind mit ihnen, auch wenn wir in einer ganz anderen Situation leben. Schenk das. Ich bitte darum in Jesu Namen. Amen.